wahrscheinlich gar nichts hier. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, schon einer besoffen. Aber guck mal, hier wohnt schon einer. Oh, ein eigenes Lager. Ja. Das ist toll. Guck mal hier. Das ist schön, ne? Das ist schon Topf. Das ist besser als zu Hause, ne? Und ein Bett, guck mal. Da musst du ja, ein Bett hatten wir noch nicht mal zu Hause. Bei den Schweinen schlafen. Ja, du. Ich schlafe nicht mehr bei den Schweinen. Nein, musst du ja auch nicht. Es ist ja Platz in meinem großen Bett. Deine Mutter ist ja tot. Jetzt brauchst du nicht mehr das. Was ist meine Mutter wirklich? Ich dachte, die wäre nur weggegangen auf Reis. Habe ich dir erzählt, die ist weggegangen? Ja. Nee, Junge, die ist tot. Wollt ihr das eigentlich erst später sagen, wenn du mehr Verstand hast, aber das wird bei dir ja nie so sein. Komm, wir gehen hier runter. Weißt du das jetzt? Komm. Aber die Mama. Ja, was? Oh. Die Mama war ja auch schon alt. Du musst ja auch alles bedenken. Ne? So genau habe ich nie geguckt. Die war ja schon 38. Immer nur unten rum geguckt. Komm, Papa. Komm, Pferde fangen. Hast du schon eins gesehen? Da vorne! Wo? Da ist ein Pferdepapa. Oh, da. Papa, ich will ein schwarzes Ross haben. Warte, erstmal ein Lasso rausholen. Was? Ich will ein schwarzes Pferd. Ja. Kriegst du, mein Sohn. Du, guck mal, da ist der Hase. Da kannst du drauf reiten. Pass auf, du gehst von da, ja. Von links und ich von rechts. Okay. Jetzt wird's lustig. Was? Hä? Wieso? Ja, wir haben das gleich. Da. Ja, ja. Was denn? Hilfe. Was denn? Das ist weg. Warum? Hat's auch nicht geschafft. Papa, ich hab schon gehabt und dann hat sie irgendwie losgerissen. Ja, bei mir auch. Jetzt hab ich ihn falsch gemacht, Papa. Da oben ist mein Pferd, warte. Ja, gehst dir holen. Scheiße. Ali. Nee, halt. Fang das Ding doch ein. So. Wo ist das Pferd? Westberg, grüß dich. Wer schießt denn hier? Hasenstillstand, alles fit. Da hinten wird doch geschossen. Da ist doch gerade jemand runtergefallen oder so, ne?
Junge. Papa, hat jemand geschossen? Ja, guck mal, da hinten, da. Da ist irgendwas, da. Hat jemand geschossen? Da ist ein Pferd. Mein Pferd ist weggerannt. Da drüben ist ein Pferd, guck mal da. Ja, meins ist weggelaufen. Ja, meins auch. Das ist wieder abgegangen. Da oben, da oben, da oben, guck mal da. Okay. Da ist auch ein Mann, guck. Da hat's auch nicht bekommen. Nee. Da oben sind Pferde. Der jagt die alle weg. Ich hab's schon zweimal dran gehabt, aber irgendwie kann ich's nicht halten. Nee? Nee, kann ich nicht halten. Jetzt ess mal was. Echt? Der schießt ja auch die ganze Warum Zeit. Schießt er denn auf die... Ach, der schießt auf Kaninchen, glaube ich. Lass mal über den Hügel gehen. Hä? Hab ich denn irgendwas falsch gemacht oder was? Just, ne? Alles okay? Ja, alles gut bei mir, Sohn. Wenn du müde bist, du hast dir was wehtut, sag Bescheid. Ja. Ich kümmere mich. Ja, weiß ich. Ich hätte gern Esel. Ja? Hm. Noch ein? Ja, dich zähle ich ja nicht. Ach so. Hast du Hunger, Junge? Geht, ich hab grad... Ja, dann leck Salz, kriegst du auch noch Durst. Wow. Hast du Salz? Ich kann aber salzig werden. Ja, das weiß ich. Schreist du wieder? Ja, du wirst schon wieder geschossen hier. Das ist aber wie im Wilden Westen. Kommt einem so vor. Ja. Weißt du, die sind hier rüber gerannt. Kannst du nicht sagen, Sohn. Wir müssen gucken, dass wir so ein Pferd finden. Wenn ich das dann an meinem Seil habe, kannst du mir da helfen, ein bisschen ziehen? Ja, ich versuche es. Aber ich sehe schon kein Pferd. Oh. Oh. Ja, Rudi. Ich frage mich immer, wer dieser Rudi ist. Ich verstehe mal, dass man wen hauen soll. Ey, wo sind wir hier eigentlich? Ich höre was. Sperr mal die Lausche auf, Papa. Ich bin ganz Ohr. Die verscheuchen ja alles hier. Ja, die schießen ja einfach rum. So kriegen wir nie ein Pferd. Nee. Ich hab's schon zweimal gehabt. Warte mal. Leck mich am Arsch, wo sind wir denn? Hast du nicht geguckt? Nee. Komm, wir gehen hier lang. Vielleicht finden wir hier noch ein Pferd. Ja. Ich glaube, da hinten habe ich gesehen, da sind die Sümpfe. Was für Sümpfe? Wo deine Mutter liegt. Die Mama ist da. Die Mama ist da, ja. Im Sumpf. Was macht die da? Ja, die liegt da, die ist ja tot. Oh, du... Nimmst mich nicht auf den Arm, oder? Nee, wieso? Da bleibt ihr länger frisch. Können wir die Mama mal besuchen gehen? Oh? Ja, tut mir zu weh. Mir auch. Ja. Deine Mutter war eine gute Frau. Das stimmt. Ja. Hat zwar gesoffen wie ein Loch, aber ist egal. Hast du da jemals schon mal drüber nachgedacht, Papa? Über was? Über deine Mutter? Ja, warum ich die geheiratet habe, da denke ich jeden Tag drüber nach. Aber, Papa. Ja, was? Dann hättest du mich doch gar nicht, guck mal. Ja, dann hättest du jemanden anderen, einen anderen Sohn. Wie meinst du das jetzt? Ja, wie ich Papa, gesagt habe. Magst du mich doch, aber. Was? Ich mach dich stolz, zeig's dir. Ja, natürlich mag ich dich, du trägst ja auch meine Socken. Ja. Natürlich mag ich dich.
Ich zeig dir, ich werde ein richtiger Mann. Ja, glaube ich auch. Guck, wie schön das hier ist, wa? Ja, wir sind hier die richtigen Herrscher über die Welt. Was sind wir? Herrscher. Herrscher? Ja. Was ist das? Das gehört uns alles. Hast du wieder eine Bibel gelesen in der Kirche oder was? Ja, warum? Also. Es wird dunkel. Ich hab zwar nicht viel verstanden, aber bin ja auch nicht ganz doof. Ja, du bist nicht döver als ich und das heißt schon was. Papa, es wird dunkel. Ja, das habe ich doch gerade gesagt, du Idiot. Ja, ich schrei doch nicht wieder so. Oh. Ich glaube, wir schlagen irgendwo unser Lager auf hier. Da vorne steht was. Wo? Da habe ich was gesehen. Da unten. Da ist ein Pferd für dich. Da ist ein Pferd, ich kann es nicht richtig sehen. Ja, und wenn es ein Reh ist, dann kannst du das halt reiten, ist ja egal. Warte, hey, Tim. Ja. Hast du das gehört? Hunde? Oh. Oh. Papa, da kommt was. Da fliegt was. Papa. Moskitos oder so. Wo rennst du denn hin, du Idiot? Papa. Lass uns lieber hier. Angst. Ja, lass uns hier da zu den Bäumen da unser Lager aufschlagen. Ja. Oh oh. Komm, nimm die Beine in die Hand. Was hältst du davon? Idioten. Wir hätten mal auf dem Weg bleiben sollen, wie Idioten. Da unten ist die Bahn. Komm! Da sind wir so chipsicher. Ja. Ja. Talgrim grüßt dich. Wie geht's dir? Warte doch auf mich, ich kann nicht mehr so schnell. Da unten ist was auf der Wiese, Papa. Siehst du das? Schau mal. Hast du gerade gefurcht? So ganz leise. Ach, da ist wieder so einer mit Cowboy, ja. Sind da unten auch Pferde? Ja, da hinten steht eins da. So ein helles. Hast du einen Revolver? Ja, ich hab ein Messer. Guck mal, da sind zwei Pferde. Ich will das Graue. Seite wechseln. Hoffentlich schaffen wir das jetzt. Aber ich hätte gern einen Esel, wa? Einen Esel muss man auch fangen oder so, ne? Was muss ich jetzt machen? Nein! Yeah.
Wie geht das denn? Oh nee, weg ist es. Howdy, Sir. Guten Tag. Der hat auf mich aufgepasst, weil das lieb, danke schön. Ja, ihr müsst schon ein bisschen. Ja, ihr müsst ein bisschen aufpassen, weil es gibt auch wilde Tiere nachts, gell? Ja, wo geht das hier zur Stadt? Rhodes, sollte ich sagen. Ich hab hier ein Haus gesehen da unten. Okay. Ihr habt noch gar kein Pferd, oder wie? Nee. Nein. Und ihr seid jetzt gerade dabei, eins zu fangen, verstehe ich das richtig? Ja, wir hauen uns aber jetzt hier irgendwo unterm Baum irgendwo. Ja. Papa, da vorne ja, ist das ein ist Haus. Trotzdem gefährlich. Ja, dann gehen wir zu dem Haus, fragen da mal, ob wir da schlafen da können bleiben. Oder so. Ihr habt überhaupt kein Pferd? Nee. Nein. Geld? Nee, auch nicht. Nein, leider nein. Ihr macht jetzt Folgendes, ihr geht jetzt runter zu dem Haus. Ja. Und wartet da Viertelstunde, bin ich wieder da, dann schenke ich euch ein Pferd und mit dem Pferd könnt ihr dann ein zweites Pferd fangen, okay? So für den Anfang. Okay. Oh. Versteckt euch da bei dem Haus, dass euch keine Tiere erwischen. Ich brandmarke schnell dieses Pferd, das ich gefangen habe. Das schenke ich euch dann. Und wenn ihr später zu viel Geld gekommen seid, dann könnt ihr mir auch mal ein Wasser oder irgendwas ausgeben. Alles gut. Ja. Okay, danke schön. Das in einer Viertelstunde ungefähr bin ich am Haus unten mit eurem Pferd, okay? Ja, danke schön. Danke schön. Das bis sehr, gleich. Sehr versteckt euch. Versteckt okay, euch. Okay, komm, Papa, schnell. Guck mal, Papa. Warte. Hör mal, der Mann tauscht hier Pferd gegen Wasser. Ja, Papa, der hat mich angesprochen. Der hat dich angesprochen, dich kleinen Jungen. Ja, weil es schon dunkel ist. Oh, wir sollen uns da verstecken, ne? Da habe ich gesagt, dass du ganz in der Nähe bist und gleich wiederkommst. Okay. Papa, ich bin zu blöd für das Pferd. Ja, ich auch. Ich hab das schon. Da. Ganz leise. Ja! Oh! Was denn? Oh! Hilfe! Oh nein! Ach, warum? Warum? Komm! Du blöde Sau! Ja. Hast du gesehen? Auch mein Rücken. Oh nein. Das hast du ganz toll gemacht, Papa. Scheiße. Hast du richtig draufgesessen. Wir lernen das noch, Junge. Komm, wir gehen zum Haus. Tut dir was weh? Ja, mein Arsch. Oh, tut das weh. Das hast du aber sehr gut gemacht. Kann ich mich aufregen? Aber du bist doch schon viel besser geworden. Ja. Hast du auch schon drauf gesessen? Nein. Nee? Bei mir ist es immer wieder, hat mir das Seil weggezogen. Ach so. Du musst das Pferd schnell, also musst schnell ans Pferd ran, ne? Ja, habe ich ja probiert, aber bis dahin war es. Und versuchen, das zu beruhigen, ne? Oh, ich mach mir mal kurz Gesicht sauber. Ja. Weil tut mir der Arsch weh. Also, boah, ist das kalt. So. Wo ist der kleine Scheiße? Ich
Jetzt warten wir hier auf den Mann, ne? Der schenkt uns ein Pferd. Ja. Oh! Was ich? Da ist die Schlange! Huh! Im Wasser! Papa, guck! Ja? Da ist die Schlange, pass auf! Versuch die mal mit dem Lasso zu fangen. Hast du es? Hat schon mal Messer raus. Können wir direkt schlachten und essen. So. Das geht nicht, Papa. Oh. Die ist zu dünn. Scheiße. Ja, komm. Hat bestimmt gut geschmeckt. Oh. Ja. Oh. Wird schon recht dunkel, ne? Ja, er wird ganz dunkel. Hm. Kannst du Feuer machen, Papa? Nee, kann kein Feuer machen. Warum nicht? Weil ich nichts zum Feuer machen da hab. Hab nichts zum Feuer machen da. Hast du nicht deinen Stein dabei? Nee. Oh! Was passiert? Oh. Oh, Papa, ich versteck mich. Ihr braucht keine Angst haben. Oh. Hallo. Hallo. Wir warten hier nur auf jemanden. Wir warten hier auf jemanden. Ich habe euch beobachtet. Ja? Ja, wirklich. Braucht Hilfe beim Pferd. Ja, der Mann, der jetzt gleich kommen will, der will uns ein Pferd bringen, dass mein Sohn da eins hat, weil mein Sohn ist fußkrank. Ja. Der hat Pilz und keine Nägel. Ja. Papa sagt es doch nicht jedem. Ja, ist ja nicht schlimm, das Junge. Das ist peinlich. Nee, ist nicht peinlich. Der andere war viel peinlicher. Ja. Was denn? Nee, lass nicht überreden. Ja, wie kann man Ihnen helfen, junger Mann? Wie kann man Ihnen helfen? Also, ja. Sie sehen gut aus. Haben Sie Bären erlegt? Ja, mit der bloßen Hand und einem Messer. Mit der bloßen Hand? Ja, Sie sind ja auch ein Bär von einem Mann, ne? Das ist aber mutig. Ja, Sie sind sehr stark und mutig, ja. Haben Sie mit Bogen drauf geschossen? Jagen Sie so Fische? Ich versuche, die Schlange zu treffen. Also, die habe ich auch versucht, beim Lasso zu fangen. Weißt du, wir dürfen einfach hier reingehen? Wenn ich den Besitzer wieder komme, nee, komm raus. Komm, aber da ist so schön warm. Ja, bleiben wir hier an der Türe, in der Nähe von der Türe. Da ist es bestimmt noch ein bisschen warm. Subtrite, das richtig. Stimmt. Lucifer, wie geht's dir? Ein Erklärbär. Meine Nase läuft. Was kannst läuft? Kannst du mal meine Nase da und die nimm läuft? Nimm deinen Umhang da. Kannst du reinschneuzen. Papa macht das heute Nacht alles sauber. Okay. BVB-Biene, wie geht's dir? Wo kommt denn der Mann, Papa? Ich bin total schlimm müde. Ich auch. Meine Füße tun weh. Meine auch. Wenn der überhaupt kommt, ne? Nicht, dass das so ein Quacksalber war oder sowas, der nur erzählt. Weißt du, was ich meine? Das kann sein. Ja. Vielleicht holt er auch seine Freunde und dann lynchen die uns. Scheiße, hast du auch recht. Guck da mal, der sagt, wir sollen hier warten und dann... Nee, weißt du was? Was, komm mit. Wo ist denn jetzt? Du sollst doch mitkommen. Papa, du gehst aber nirgends hin. Komm mit. Papa, du gehst nirgends hin. Komm.
Bist du doof oder was? Mama, ist bei dir irgendwas? Ist er im Kopf bist du hingefallen oder was? Man merkt aber, Gerrit hat Bock. Ja, es macht Spaß. Es macht Spaß. Es ist ja ein komplettes Neuland für mich. Oder für uns. In die Haie. Ich habe Hunger, ich muss mit Ellie raus. Nee. Wir sehen uns morgen Abend wieder, 19.30 Uhr. Mit Red Dead. Ich hätte beinahe GTA gesagt. Mit Red Dead Redemption. Morgen Mittag ist Maus dran. Was kann man da sagen? Ich bin sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir macht das richtig viel Spaß. Ich glaube, das geht uns beiden so. Vielen Dank für den riesen Support heute. Ohne Scheiß, vielen, vielen Dank. Dankeschön, dass ihr hier so reingesubbt habt und Subgeschenke verteilt habt. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Twitter, Facebook, Instagram, einmal runterscrollen, folgen, gefällt mir und sowas alles. Dann wisst ihr, wann es losgeht, was wir machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch eine ruhige Nacht, erholsame Nacht. Schlaft gut, kommt gut in den neuen Tag und wir sehen uns dann wieder. Vielen, vielen Dank. Gute Nacht.